Cyborg Dragon LP fragt: In welchem Videospiel würdet ihr gerne leben und warum? So, gerade am Tanken hier, ohne Spaß, ja, richtig teuer mal wieder. Ja. 61, die Scheiße, 86 Cent kassiert sich der Start ein, ja, leider bin ich nicht der Start. Wer wäre ich gerne? In welchem Videospiel würde ich gerne leben? Boah, gute Frage, gibt mehrere. Also auf der einen Seite Mass Effect wäre geil, allein schon, weil man da die Möglichkeit hat, auch noch gleichzeitig, gleichzeitig halt so übernatürliche Kräfte anzuwenden, das wäre ziemlich cool. Und dann Gothic 2, die Nacht des Raben, weil ich es mega stimmig finde, das grafisch aufgefüllt wäre ziemlich geil und das finde ich, weiß nicht, das wäre irgendwie mein Ding. Die Frage, in welchem Videospiel ich gerne leben würde, und da ist, mir habe ich mal gerade meine Steamliste durchgeguckt und da fiel mir Dead Island ein. Dead Island wäre cool, ja, schöne Karibikinsel, schönes Wetter, Palmen. Was will man mehr? Ach ja, die Zombies. Zombieschnetzlerei ist auch geil, oder? Also, ich glaube, Dead Island ist wäre mein Favorit, ne? So ein bisschen hier Zombies splashen dabei und dann, ja, die Insel klar platt machen und dann, ja, schön an den Strand legen und sich braun sonnen lassen. Wäre cool. Super. Also, ganz ehrlich, ohne Spaß. Ich will in keinem Videospiel leben. Aber das wollt ihr wahrscheinlich gar nicht hören. Aber in den meisten Videospielen ist doch immer nur Krieg. Und ne, hier, da, immer Krieg. Und oder auch in Filmen. Also wenn ich jetzt einen Film aussuchen müsste, ne, der wär auch nicht so geil. man hat doch in Videospielen auch viel zu viele Restriktionen. Oder geht's nur um die Welt an sich? Boah, ich habe keine Ahnung. Aber ich würde nicht gerne in Videospielen leben. Wie gesagt, man kann immer nur Sachen tun, die der Marionettenspieler einem gerade sagt, dass man sie tun soll. Und die Welten sind immer voller Krieg und Tod und Verwüstung und Zerstörung. Man soll immer die ganze Menschheit auslöschen. Und das wäre mir nicht so prickelnd. Ich wäre lieber hier und kann weiter YouTube-Videos machen. In welchem Videospiel? Zelda. Vielleicht Harvest Moon? Oder Mario? Ich glaube Zelda. Aber und warum? Weil ich mir dann nämlich die grüne Mütze aufziehen würde, ja, Schwert und Schild schultern würde, um dann loszuziehen, um Prinzessin Zelda zu retten, ja, die dann ein glückliches Leben mit mir führen wird. Ja, das würde ich machen. Ja, die Frage ist echt tricky, also wirklich, habe ich gar nicht lange überlegt. Ich habe nämlich einfach da vorne auf meinen Desktop geguckt. Hab gedacht, in welchem Spiel? Lego Marvel Super Heroes fällt mir da auf Anhieb so ein. Wäre nämlich mega fett mit meinen coolen Helden zu spielen und selber die Welt zu erkunden, rumzufliegen, Raketen zu schießen, die Stadt unsicher zu machen und Verbrecher zu jagen und das alles noch im Lego-Stil. Was kann es Besseres geben? Ich bin endlich wieder zu Hause angekommen. Ja, mit Rechner und allem drum und dran und alles funktioniert noch, nichts wurde geklaut. Und ich habe mich während des Rückflugs mit der Frage beschäftigt, in welchem Videospiel oder in welcher Videospielwelt ich am liebsten leben würde. Da sind mir echt total viele Sachen eingefallen. Aber das Problem ist, irgendwie haben Videospielwelten an sich, dass sie gerade ziemlich krass bedroht werden. Also, dass sie kurz vor dem Untergang stehen. Also selbst wenn man irgendwie sowas wie Zelda nimmt, was ja eigentlich eine nette Welt ist oder so. Naja, man muss dann schon der Held sein, sonst geht die Welt drauf. Und ich war mir jetzt nicht bewusst, dass man der Held sein muss, sondern einfach nur, dass man die Welt so cool findet. Also habe ich hin und her überlegt und habe mich im Endeffekt dazu entschieden, dass ich gerne in der Welt des Videospiels Barbies Reiterhof leben würde, ja. Denn wenn man mal drüber nachdenkt, ja, da ist eine sehr einsame, hübsche junge Frau, ja, die den ganzen Tag nur reiten will. Und es ist sehr friedlich und das klingt doch optimal.